Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Da haben wir erstmal hier in Mamas Art und Garden Statue den Mythic Quagmire. Dann geht's hier weiter. Hier haben wir momentan die Billionaire Tire Box, die ist jetzt neu reingekommen. Die schauen wir uns jetzt auch gleich mal direkt an. Mit Billionaire Fry, 300 Dollar Haircut, Philip J. Fry, Peter Schmidt, Mansion, Daughtry Chateau und Lois Griffin. Mit Billionaire Fry, wenn man den nur einmal bekommt, hat er diese Werte hier, 10,36. Oh, hier wird es schon ein bisschen interessanter, 13,45. 13,45, 8-fach motivierende 8er Bombe und 7-fach berauscht. Wenn man den komplett voll bekommt, wie sieht es dann aus? Ja, mal komplett hoch. Boah, ja, das sind dann allerdings schon ganz andere Werte. 300 Dollar Haircut, mega coole Supportkarte, Daughtry Chateau, jetzt nicht, ja, ist auch geil, hat leider aber nicht ganz so viele Leben. Pewter Schmidt Menschen, auch eine coole Supportkarte, hat allerdings jetzt auch schon gleich mit ein paar Leben mehr als Daughtry Chateau, ist dadurch dann doch ein klein wenig besser einzusetzen. Philip J. Fry, Lois Griffin, dann haben wir hier Shiny Pebbles, gucken wir uns den mal an. Weiß nicht, warum wieder die Grafik nicht geladen wird. So, 10,49. Ja. Dann gehen wir mal direkt in die. Das ist unglaublich, ne? Dann gehen wir mal direkt hier rein und schauen wir uns jetzt mal an den Billionaire Fry. Das ist diese Combo hier. Moment. Vielleicht kann ich es ja. Nee, kann sie wirklich. Kann sie leider nicht anzeigen momentan. Tut mir leid. Würde ich gerne. Das Spiel lässt es aber gerade irgendwie nicht zu. So sollte das nicht aussehen. Da gehen wir mal ein Stückchen weiter runter zum Billionaire Fry. Da haben wir den. Den machen wir jetzt mal ein bisschen größer hier. So. Machen wir ein bisschen größer. Warum auch immer das jetzt momentan so aussieht. So, so, so. Machen wir es mal so. Dann haben wir wenigstens immer nur eine, oder? Komm, wir ziehen es ein bisschen größer, machen wir es so, haben wir zwei rein. Ja. Hier fangen wir an mit dem Philip J. Fry in der legendären Version. Maxen wir das Ganze mal. Und dann haben wir hier den Billionaire Fry auf der rechten Seite mit einer, also mit ganz gut Bombe, berauscht und motivieren. Ist auf jeden Fall einiges. Das sieht stark aus, ja. Also hier lohnt sich auf jeden Fall eine Combo Mastery, wenn man da 10% drauf rechnet. Ist das echt eine Hausnummer. So, dann haben wir Shiny Pebbles. Shiny Pebbles ist diese hier mit einem Dr. Zoidberg. Moment, ich blende sie ein. Da mit einem Dr. Zoidberg. Und dann geht's hier runter. Hier haben wir auch die Pewter Schmidt, Mansion, Rusty, Mr. Fischöde, Daughtry Chateau, 300 Dollar Haircut. Auf der rechten Seite kommt was raus mit Revanche. Mit 300 Dollar Haircut hier zum Beispiel. Das sieht schon ziemlich übel aus, ne? Mit Revanche. Dann haben wir Lähmen 24 und wir haben 27 Lebenspunkte, die mit dazu kommen, wenn der Combo gespielt wird. Das Ding hat schon 93 Leben, 17 Angriff, also auf jeden Fall auch ziemlich krass. Jo, dann haben wir Benders Orphanarium und das ist diese hier. Schauen wir uns jetzt mal an. Benders Orphanarium. Da können wir jetzt eigentlich am Anfang auch erstmal maxen, weil wir haben ja auch die legendäre Version hier. Ja, kann man mal schauen. Tutor Schmidt Menschen. Hier Rusty, Mr. Fischöder, kommt jeweils 20-20 raus. 20-fach heilen, 20-fach Schild, Daughtry Chateau. 300 Dollar Haircut.
Und geht auch mit dem Golden Turd. Ja. Und mit Bag of Nickels. Ja. Da kommen allerdings dann nur 18 Heilen und 18 Paar Schild raus. So. Einmal den Bänder in der Mythic-Version. Um den Wert ein bisschen realistischer zu machen, gehe ich jetzt wieder auf Fused Ones Level und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. Ja, ist minimal stärker, ne? Wahrscheinlich in der Lebensanzahl. Auf jeden Fall. Bendis Orphanarium ist eine Combo, die in Rumbles ganz gut hilft, um Punkte noch zu retten. Dann kommen wir zu einer mega geilen, also zu einer mega geilen Combo. Das ist Max Jets. Und Max Jets ist das hier. Kommen wir auch hier erstmal maxen. Ja, und schon alleine hier, Pewtash mit Menschen. Schaut euch das an. Hier haben wir auf der rechten Seite dann 24 Punch, 21 Revanche, 14-fach Berausch, 20 Angriff, 75 Leben. Diese Combo ist einfach nur crazy. Crazy. Sogar mit Carter Pewterschmidt lohnt es sich, wie man sieht. Rusty, Mr. Fischöder, Dottery Chateau, $300 Haircut, Craig Mansion. Und da unten haben wir dann auch schon die Mythic-Version, die auch mit Sicherheit richtig reinballert. Ja. Wenn man die Werte sieht, da wird einem ganz schwindelig. Max Jets auf jeden Fall mega krank. So, nächste ist jetzt hier Furcoat Lois. Und das ist hier diese. Lois können wir auch gleich mal maxen für Lois Griffin da unten dann. Aber der mit Pewtash mit Menschen auf der rechten Seite kommt raus. Hier was mit Entführen, mit Punch und mit Gas. Und das ist schon viel. 6. 28 Gas, es ist 22-fach Punch, 17-fach Entführen. Hier mit Rusty auch ähnliche Werte. Mr. Fischöl, der Daughtry Chateau, $300 Haircut. Na und auch selbst mit der Craig Mansion macht es noch Sinn. Also, mega geil, muss ich echt sagen. Es ist eine Lois-Kombo, aber eine geile Lois-Kombo. Lord Griffin, wieder mal eine mega coole Combo für einen Peter. Und das ist diese hier. Spiele ich sehr gerne derzeit. Hier Lord Griffin. 17-fach Berausch. 23-fach Heilen. 25-fach Gas. Das ist ein Knaller. Hier mit Pewter mit Menschen. Rusty. Mr. Fischöder. Daughtry Chateau. $300 Haircut. Hier unten die Mythic-Version wäre natürlich auch nice. Aber ja. Habe ich nicht. So. Mega fett, mega fett, mega fett, mega fett. Hier mit Mr. Fischöder in Mythic. Holy shit. So, ja, das wären jetzt hier erstmal die Combo Masteries. Jetzt gehen wir mal hier rein und schauen mal, wie es hier derzeit aussieht. Wir haben wieder bei 200 Gems. Einmal den Shiny Pebbles und einen Pull. Dann haben wir 200 legendäre Steine, zwei Forschungsbeschleuniger, A8 Stunden, 100 Gigawatts. Shiny Pebbles, hier die man vorne schon gesehen hat. Dann haben wir hier diese bei Tier 2 für weitere 500 Gems. Da sind wir bei 700 Gems. Haben wir dann schon zweimal Level 1 Shiny Pebbles. Wir haben drei Pulls. Aus dem Pool, den man vorne gesehen hat, wir haben vier Forschungsbeschleuniger A8 noch mit hinzu. Nochmal 400 legendäre Steine und 200 Gigawatts. Wie immer, hier dann bei weiteren 900 Gems gleich die erste Level 1 legendäre plus da unten nochmal 600 legendäre Steine. Dann haben wir auch schon mal wieder eine Leggy zusammen. Ab Tier 5 gibt es dann schon die Billionaire Fry garantiert. Und dann geht das so weiter bis da hoch. So, also auf jeden Fall crazy, crazy, crazy. So, jetzt haben wir hier nach wie vor das Mythic Bob Pack mit Fake Son Jean, mit Daughtry Chateau, $300 Haircut, Eugene Belcher, Dream Millionaire, Country Club Steve. Eine mega coole Box, wenn ihr
den Bob noch nicht ganz voll haben solltet und wenn euch da nur noch ein bisschen was fehlt, dann haut da jetzt alles rein. Dann sind wir jetzt ja auch schon durch, dann sind wir bei den heutigen Daily Combo Masteries angelangt. Das ist einmal die Opera Singer. Nee, nicht Opera Singer. Opera Francine heißt das Ding, genau. Und das ist diese hier. Da haben wir eine Francine mit einem, ja, Witch-Kostüm. Das ist einzige Kombo, die da möglich ist. Die können wir jetzt mal maxen und dann gucken wir mal. Boah, die ist ja prinzipiell. Alter, Vater mit dem Witch-Kostüm. 32-fach Punch. Zieh dir das mal rein. 26 Angriff. Also, wenn du eine Francine Smith hast und das Witch-Kostüm noch gemaxt. Alter, Vater, das ist dann schon richtig krass. Überleg mal, das sind 58 im First Hit, damit machst du auch eine Louise Blatt. Das lohnt sich dann durchaus, ja. Und da nochmal 10% drauf. Hättest du 35 Punch und 28 oder 29 Angriff. Bist du schon bei 64 im First Hit. Da hast du noch hier Cheers und Schild, aber das ist schon mega. Das ist schon echt mega. Also Opera Francine, aber es ist halt nur eine einzige Combo, ne? Das darf man jetzt hier auch an der Stelle nicht vergessen. Dafür haben wir jetzt aber hier, also für die Leute, denen die Gems nicht wehtun, ja, wenn ihr die habt, haut rein, ne? Hier, Bad Tina, die schlimme Tina jetzt hier als nächstes. Absoluter Oberknüller, Knaller, Knaller, Knüller, Knüller, Knaller, Knaller, Knall. So, hier mit einer schlimmen Tina. Können wir auch gleich mal maxen. Das geht mit der Tom Landry Middle School und hier mit der James Woods High School. Eine meiner Lieblingskombos. Spiele ich sehr gerne. Du hast ja auch Punch, du hast auch Berauscht und du hast einen Stoß durch die Mauer. 23 Angriff, das heißt, du bist hier gleich im First Hit bei 41. Tina, eine relativ häufig vorkommende, legendäre Tom Landry Middle School ebenfalls. Das heißt, davon kann man gleich mehrere unter Umständen im Deck haben. Und da lohnt sich das auf jeden Fall. Hier mit der James Woods High School ebenfalls interessant. Gehen wir mal auf Fused Ones Level. Und dann sind wir hier bei der Mythic Version. Wow. Die hätte ich auch gern. Ah, mit Butterscotch Cookies geht's ja auch. Fällt mir gerade mal so auf. Stimmt, mit Butterscotch Cookies geht's auch. So, mega geile Combo. Lohnt sich auf jeden Fall. Die hier ist die nächste, ist Action Delivery Force. Die werde ich mir jetzt gleich mal hier gönnen. Aber jetzt schauen wir erstmal da rein in die Werte. Wir haben hier den Zoidberg. Und dann geht's hier runter. Da haben wir den No Mercy Dojo, Quahog Martial Arts, Samurai Toshi, Snot Rocket, Capoeira Reginald, Fashion Wrestling, That's My Parfait, Stop Hitting Yourself und Himalayan Observatory. Und wenn wir da auf der rechten Seite mal reinschauen, hier, ne? 28er Bombe zum Beispiel, 17-fach Bodyguard, Motivieren noch mit hinzu. Und da hast du 20 Angriff und 85 Leben. Allein bei der Bombe, da lohnt sich das schon. 28er Bombe. Muss man sich einfach mal darüber klar werden. Du machst 28 Schaden nach rechts und du machst 28 Schaden nach links. So, und wenn du da jetzt 10% drauf ballerst, dann machst du plötzlich. No, dann machst du auf einmal 31 Schaden nach rechts und 31 Schaden nach links, ne? Das heißt also, hier haben wir 3 Schaden mehr in beide Seiten. Wir haben 2 Schaden mehr nach vorne. Wir haben eventuell unter Umständen, je nachdem, bei dem Motivieren auch nochmal 2 Schaden mehr. Hier lohnen sich 10% auf jeden Fall. Und deswegen werde ich mir die jetzt hier mal gönnen. Die Action Delivery Force. Yep. Wenigstens einmal. So, und dann haben wir eine Combo, die habe ich so in dieser Form noch gar nicht gesehen. Also, obwohl ich einen Bobby spiele, aber die kenne ich nicht. So, und gleich werden wir auch sehen, warum ich die nicht kenne. Das ist hier Butterball Bobby. Was ist das?
Also wenn ihr die schon mal gesehen habt, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Also ich habe das Ding noch nie gesehen. Kannte das überhaupt noch nicht hier. Mit Cougar Football Team und mit dem Touchdown Tanz. Ja, wie geil ist denn das? Butterball Bobby. Und du hast auf der hast dann Revanche und du hast Lähmen und das war's. Und selbst hier, also wer macht eine Mythic mit einer grünen Karte? Also lächerlich. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es mal, wenn es wieder heißt Animations Throwdown mit mir gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.